Herzlich willkommen zu Part Nummer 24 vom Fußballmanager 17 Let's Play und damit auch herzlich willkommen mit dem KRC Genk in den Playoffs der belgischen Jupiler League. Und ja, erster Gegner ist hier, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist auch ganz stark. Waasland Beveren, jawohl, das waren sie. Mit unserem Stürmer Sive Schrievers. Und da wollen wir gucken, was wir hier rausholen können. Wir werden ihn auf jeden Fall mal das Leben schwer machen und ich hoffe, der Sive Schrievers, unser Leihstürmer, trifft heute nicht. Ich freue mich auch, dass der nächstes Jahr zurückkommt. Den hatte ich nämlich bei meinen Planungen hier im Transferfenster im Winter ganz vergessen. Leon Bailey mit dem wichtigen 1:0. Mit einem Sieg hier reinzustarten wäre mega wichtig. Das wäre so immens wichtig. Wir spielen gegen jeden Gegner aus den ersten 6 zweimal, außer gegen uns selber, ist ja klar. Deswegen müssen wir so viele Punkte gegen die machbaren Gegner holen, weil, wie gesagt, gegen... Wie macht man das jetzt? Fossum rein, Groß auf die 6. Konaté raus und Green raus, Luan nochmal rein. Bailey gewöhnt sich so langsam an die rechte Mittelfeldposition. 2:0, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist vor allen Dingen auch schön. Fossum sammelt Spielpraxis, Luan auch. Bailey direkt mit dem 3:0. Sehr geil. 3 Tore von Bailey, der hat Bock. Der zeigt, dass er unser wichtigster Mann ist. Damit sind wir richtig gut in die Playoffs gestartet. So habe ich mir das gewünscht. So, wie merkt denn der sich das jetzt? Weil hier gibt es keine Tabelle und nix. Bin ich ja mal gespannt. Playoffs 1. Ist das ein Pokal oder? White Hart. So, jetzt kommt nämlich schon der erste Gegner, der nicht unbedingt machbar ist, bei dem man mit einem Punkt sehr zufrieden sein kann. Aber wo kann ich denn die Playoffs einsehen? Ja, jetzt kommen die wieder mit ihrem Gegenvorschlag. Die Pisser. Und wehe, der meldet sich dann einfach wieder nicht. Dann kann er mich mal am Arsch lecken. So. Was ist das denn für ein Ding? Läuft das echt unter Pokal? Pokaltabellen. Worunter laufen denn die Playoffs? Willst du mich verarschen? Man sieht die Playoff-Tabelle nicht. Das ist natürlich gut. Das ist richtig gut gemacht, wirklich. Ich möchte doch wissen, wo wir aktuell stehen. Das muss doch irgendwo festgehalten werden. Ich raff das nicht. Wenn ihr da schon mehr Erfahrung mit habt, dann sagt mir bitte, wo man das machen kann. Ich weiß das echt nicht. Das ist mein erstes Playoff, wie ihr merkt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Was ist das für eine Katastrophe hier in der belgischen Liga? Und ich mache da den Fanpage... der Fanseite, von denen ich den Patch habe, keinerlei Vorwurf, weil die können nur das machen. So, da hat Lovric abgelehnt, damit kann der mich mal am Arsch lecken. Ich habe genug Talente im defensiven Mittelfeld, dann fuck you. So, ein bisschen mehr Geld. Sehr schön vom Sponsor. Verstimmt die natürlich ein bisschen, aber ist egal. So, 6 Millionen, das sieht gut aus. Können wir noch einmal verhandeln? Ich hoffe. Fuck, gescheitert. Ach Mann, ey. Das sah doch noch gut aus. Warum kann denn das da scheitern, wenn da noch voller grüner, dunkelgrüner Balken ist? Ich raff das manchmal nicht. Dieses System, es raubt mir so die Nerven.
Ich verstehe das manchmal nicht. Manchmal kommt es mit Rot noch zu 3 Verhandlungsrunden und bei Grün explodiert's. I don't get it. Bockiges Spiel, Alter. Ich will für den aber 6 Millionen haben. Das muss dann machbar sein. Okay, dann halt 5,5. Die müssen aber machbar sein. Bei der nächsten Verhandlungsrunde. Mann, 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 ey, der Schürrle. Mann, 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 der Schürrle. So. Keine Tabelle, das nervt mich immer noch so ein bisschen. Wir machen heute natürlich die ersten 3 Spiele der Playoffs durch. So, Capino ist wieder im Formhoch, aber da Cardinale auch im Formhoch ist, besteht da kein Grund zu ändern. Genauso wie bei Castagne und Boyata. Castagne schiebe ich eh ganz nach unten. Luan kommt auch so wie er. Chor wäre gesperrt, ne? Machen wir hier wieder den Wechsel auf groß. Ja. So. Marketingkampagne. Ist natürlich schade, dass wir den Spieler verkaufen müssen, der am längsten bei uns ist, ne? Aber so eine Verletzung über nicht so einen geringen Zeitraum ist schon heavy. Teamchemie ist wieder nach unten gegangen, ist ja völlig logisch, wir haben gewonnen. Sind die Spieler einfach nicht mehr gewohnt, dass wir gewinnen und deswegen geht die Teamchemie nach unten. Der hat auch keinen Bock mehr mit dem zu reden, das heißt der Beef wird ewig bleiben. Ja, das ist ja sehr schön. Tanja Bailey. Kempf trainiert auch ausgezeichnet. Mechele hat immer noch keinen Bock mit dem zu reden. Doch, Mechele hat jetzt wieder vielleicht Bock. So, höchster Formgewinn. Gerkens, den können wir schon mal auf 5,5 runterschrauben. So, Jugend dürfte immer noch alles in Ordnung sein. Gibt ja eh nur den einen Spieler, um den wir uns kümmern müssen. Der so ein bisschen stagniert. Und dann rein in das Anderlecht-Spiel. Wie gesagt, Part ist lang genug schon. Gegen den Spieler der Saison, Theodorczyk. Ja, wird nicht leicht. Wir müssen um jeden Ball kämpfen und hoffen, dass wir irgendwie einen Punkt mitnehmen. Das wäre sehr gut. Aber da geht Anderlecht wieder durch den Donker in Führung. Der trifft immer gegen uns. So, und die Schacht mit dem Eigentor, da hätten wir den Punkt. Damit wäre ich sehr zufrieden. Punkt gegen Anderlecht in den Playoffs, das ist gut. Warum hat Knoche so ein schlechtes Selbstvertrauen? Besteht doch gar kein Grund zu. So, Pascal Groß, 5,0. Da müssen wir gucken. Boyata hat eine 48. Kempf kann die Position noch spielen. Queen kommt wieder raus. Luan kommt rein. Und Konaté muss auch raus mit 4,5. So, unentschieden irgendwie halten oder durch Berahino zum 2:1 einnetzen. Damit hätte ich jetzt auch keine Probleme. So, wir gewinnen auch das zweite Playoff-Spiel und leider sehen wir immer noch nicht,
wie die anderen Mannschaften so spielen in den Playoffs. Das ist echt geil. Wie berechnen die das? Und jetzt kommt Brügge. Werden die Punkte zur Tabelle aufaddiert? Habe ich da vielleicht jetzt, muss ich mal drauf achten. Aber wir sind immer noch Vierter, aber jetzt deutlicher vor. Die Punkte werden dazu addiert. Also ist Brügge schon Meister trotz Playoffs. So läuft das System. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, auch. Warte, 15 Mannschaften, 30 Spiele, 32 Spieler haben. Dann verstehe ich das System jetzt. Okay. Schade, hätte man den einen Hänger nicht drin gehabt, würden wir jetzt auch näher an Sulte Varegem rankommen. Charleroi, hier sieht man es, 6 Punkte. Standard Lüttich auch 6 Punkte. Verstehe ich nicht, warum die 6 Punkte haben und dann im Tabellenmittelfeld sind. Irgendwie ist da Boyata auf dem Abstellgleis. Warum das denn? Stimmt doch gar nicht. Wer sagt denn, dass ich Boyata weggeben will? Hä? Manchmal schreiben die auf der Homepage aber auch Scheiße. Ich habe keinen Grund, Boyata abzugeben. Kempf hat Trainingsziel erreicht. Können wir direkt mal am Torriecher arbeiten lassen, ne? So, Mechele sucht Gespräch, hat aber wieder nichts gebracht. Kein Verein an Gerkens interessiert. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt bei 5,5 fündig werden. Sieht gut aus. So, er hat den Innenverteidiger jetzt auch gelernt. Dann kann er sich wieder auf seine Position konzentrieren. Diese Woche mal kein Spiel. Jetzt verstehe ich das ganze System mit den Playoffs. Mann. Der Schürle. So. Jetzt haben wir uns so gut um die Jugend gekümmert. Jetzt sehen wir sogar mal den ersten Spieler von anderen Vereinen seit Ewigkeiten. Na, ist ja der Wahnsinn. Luan können wir nichts haben, Strubbel nichts. Konaté, der kann im Training noch mehr Gas geben. Ihr müsst euch jetzt dringend vertragen, damit das endlich aus der Welt geschafft ist und ich euch wieder loben kann. Aber die wollen die Probleme noch nicht klären. Sehr schade. Ne, jetzt haben beide keinen Bock auf Gespräche, das ist schlecht. Solche Zicken manchmal, das ist unfassbar. So, jetzt guck mal auf die Tabelle, da müssten jetzt 32 Spiele bei uns stehen, jawohl. Okay, jetzt verstehe ich das System. Dann braucht ihr mir das natürlich nicht mehr erklären. Das dritte Spiel nehmen wir natürlich trotzdem noch mit rein. 8 Spiele sind's ja. Oder machen wir 4, damit wir das in 2 Parts regeln. Ich glaube, das wäre besser. So, Wigan Athletic ist nah dran. Ah, die sind nicht nur nah dran, die haben die 5,5 sogar gezahlt und nun ist er weg. Sehr schade, aber ich glaube, wir kriegen ja auch einen neuen defensiven Mittelfeldspieler. So. Capino ist auf Länderspielreise. Was soll ich dazu noch groß sagen, Freunde? Was soll ich dazu noch groß sagen? Ich bringe dem hier jetzt noch den rechten Mittelfeldspieler bei. Damit wir das dann umsetzen können mit Luan und ihm. So. D.
machen wir, wie gesagt, 4 Spiele, dann haben wir die Playoffs in 2 Hälften unterteilt. Ich glaube, das ist sinnvoller. Wird der Part jetzt zwar ewig lange, aber das kriegen wir hin. Castagne, jawohl, Verteidiger, kommen überall neue Leute hin. Gerkens wechselt, ich wollte gucken, ob wir dazu noch den Ersatz kriegen. Ja, natürlich, Kevin Vogt kommt, ich Trottel. Das war ja kein so unwichtiger Transfer. So. Dann gucken wir mal, was wir jetzt gegen den schon Meister ausrichten können. Wir scheinen uns ja langsam zu finden, aber trotzdem, wir haben bisher immer nur auf die Fresse bekommen von Brügge. Ich glaube, das wird sich in den Playoffs leider nicht ändern. Ich wollte nicht sagen, wir werden nicht verlieren, weil wenn wir jetzt verlieren, was ja sehr wahrscheinlich ist, gibt es wieder mächtig Negatives. Aber aktuell sieht es gut aus. Mit einem Punkt wäre ich mehr als zufrieden. Das wäre, glaube ich, der erste, den wir gegen Brügge holen, oder? So. Eigentlich keine so richtig schlechte Note dabei. Luan schicken wir jetzt nochmal raus. Bailey darf auf seine Stammposition und Strobel nehmen wir auch raus. Tun dafür Boyata rein, der mit Kempf tauscht. Ja, und jetzt gewinnt Brügge doch noch. Indem sie nochmal Tempo anziehen und wir natürlich mit unseren Ersatzspielern nicht mehr mithalten können. Ist aber kein Beinbruch. 50. Pflichtspiel. Müssen jetzt einfach nur gegen Sulte Waregem wieder Punkte holen. Denn die können wir kriegen. Wenn wir gegen die gewinnen, sind wir wieder punktgleich mit denen. Ich glaube nicht, dass wir noch Zweiter werden, aber selbst dritter Platz wäre schon wieder ein Riesenerfolg. So, Jelle Fossen wird natürlich Spieler des Monats. Neuer Monat kommt auch. Die haben scheinbar auch eine eigene Playoff-Runde, die die spielen. Dadurch springt die Tabelle natürlich total verrückt. So. Formkrise haben wir keine, das ist gut. So, hier nochmal Probetraining abhalten, hier nochmal ein Feriencamp. So, neuer Monat hat man gesagt, ne? Neue Marktwerte, 40 Millionen Marke ist immer noch nicht geknackt bei Bailey. Wird doch langsamer Zeit, dass der die 40 Millionen knackt. Was machen denn eigentlich unsere verliehenen Spieler? Sieve Schriebers, 38 Spiele, 13 Tore. Bujens, war der talentiert? Ich glaube nicht, nein. Hätte ich auch mal aufs Alter gucken müssen, dann wäre mir das aufgefallen. Hänen, der war talentiert, so viel ich weiß, aber noch nicht vollends talentiert. Den braucht man nicht unbedingt. Verbist hat absolut überragend gehalten, von 66 auf 72 hoch. Bei RSC Anderlecht spielt er sogar ein paar Mal. Krass. Also scheint das ein richtig, richtig guter zu sein. Auf der Torwartposition haben wir also keinerlei Bedarf. Fosu Mensah hat 8-mal gespielt, Olinga sogar 3-mal, Contento und Seferovic gar nicht. Ja gut, so, hat man jetzt die 4 Spiele? Nee, ne? Das Spiel muss man jetzt noch mitnehmen. Hindidi hatte Trainingsziel erreicht, das trotz Verletzung, das ist schon mal überragend. 67, hier oben haben wir eine 69 und eine 68. Belfodil ist stärker, robuster geworden. Kommt hier nach oben. Strobel ist robuster geworden, das kommt komplett raus.
Dafür nehmen wir den Kurzpass hinzu. Erreichen trotzdem alle recht langsam ihre neuen Trainingsziele. So, Robustheit 81, das hat er schon, sehr schön. Konaté ist auch robuster geworden, der hat da insgesamt eine 82. Luan hat sich bei Flanken verbessert. Die sind jetzt auf 70, kommen also hiermit schnell rein. Die braucht man dringend noch besser, wenn er Stammspieler werden soll. Und Cardinale ist auch robuster geworden. Und damit kann das hier raus und der Antritt kann mit rein. Ist ja super wichtig für einen Torwart. So, das Spiel, das wir wieder gewinnen dürfen. Hoffentlich. Also meine Spieler haben die Erlaubnis, das zu gewinnen. Ist auch ein machbarer Gegner. Die sind trotzdem in der Tabelle vor uns. Ich hoffe danach, nach dem Spiel nicht mehr. Die Hälfte des Playoffs geht damit hier nun zu Ende. Und wir sagen, wir können das gewinnen. So, haben die besseren Chancen, aber viel Leerlauf in der Partie. Aber wenn jemand Chancen hat, dann sind wir das. So, ich sag dir natürlich, hier ist heute mehr drin, weil ich gesehen habe, dass wir mehr Chancen haben. Frische sieht mittlerweile richtig gut aus. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir auswechseln. Bailey würde ich gerne noch drin lassen. Ich lasse erstmal alle noch drin. So, jetzt können wir auswechseln. Chor kommt raus, dafür kommt Fossum rein. Pascal Groß hat aber auch. Und Leon Bailey schickt man nochmal raus und Kawaja rein. Ne, wir müssen Green. Ich wollte Kawaja eigentlich nochmal spielen lassen, aber ich habe vergessen, dass er auf der anderen Seite ist. Konaté mit dem wichtigen 1:0 und dabei bleibt es auch, Gott sei Dank. Das heißt, wir sind eigentlich an denen vorbeigezogen in der Tabelle. Richtiger Schlusssprint von uns hier. Den müssen wir beibehalten. Wir sind auf Platz 3. Anderlecht kriegen wir wohl nicht mehr. Wir haben nur noch 4 Spiele. Aber so kann es weitergehen. Fossum erreicht neue Erfahrungsstufe. Und wir haben jetzt noch 4 Spiele in den Playoffs. Spieltag 5, 6, 7 und 8. So können sich die Playoffs doch sehen lassen. 3 Siege, eine Niederlage. Und die war jetzt auch nicht so krass wie sonst. So, Fossum Erfahrungsstufe 3. Der geht auch richtig ab. So. Natürlich noch die Vorbereitung zum Gent-Spiel, das auch ganz, ganz wichtig ist, weil die sind direkt hinter uns in der Tabelle. Beziehungsweise waren lange Zeit direkt hinter uns. Wir haben mal im Hinspiel gegen die gespielt, weiß ich schon gar nicht mehr. Muss ja dann das zweite Spiel gewesen sein, ne? Ne, stimmt gar nicht. 5 Teams sind in den Playoffs dabei. Das ist überhaupt das erste Spiel, das wir gegen die machen. Dann nehme ich das noch mit in diesen Part. Es gibt ja 10 Spiele. Und 5 ist die Hälfte. Torwart. Haben wir da schon einen fest verpflichtet? Nee, ne? Würde ich erstmal sagen, weiß nicht. Sponsor möchte einen neuen Vertrag. Dann möchte ich ein neues Geld. So, ein bisschen mehr. Capino erreicht sein nächstes Trainingsziel. Dann kommt hier noch der Antritt dazu. So, 5 Spiele in einem Part. Nenne ich das einfach Playoffs Teil 1. Dann wisst ihr zwar nicht gegen welche Vereine, aber ich muss das ja irgendwie regeln, ne? Fofo. Come close. Low, low. So. Wenn wir jetzt verlieren, wäre der Sieg aus dem letzten Spiel quasi fast nutzlos. Deswegen, Jungs, gewinnt jetzt bitte einfach nochmal, ja?
Wir haben uns da mittlerweile so schön auf Platz 3 rangekämpft, das wäre schade, wenn wir das jetzt wegwerfen. Bailey ist erstmal raus. Dafür kommt Boyata rein. Ndidi kommt wieder rein. Gott, was ist denn hier alles durcheinander? Meine Fresse. So. Ich glaube, das ist die beste Elf, die wir gerade aufbringen können, ne? So. Dann geht's auf ins Gen-Spiel. Queen ist nur 2,8 wert. So, Luan muss natürlich auch noch cleverer vor dem Tor werden. Das wäre schön, wenn er mehr Tore schießt. Super letztes Spiel, Kastanje. Konaté trainiert gut. Super letztes Spiel, Knoche. Dem sage ich das jetzt einfach. Weil die beiden Streithähne kriege ich doch eh nicht so schnell auseinander. Kardinale trainiert gut. Chor, wie geht's dir? Ja, wenn ihr nicht mit mir reden wollt, habt ihr Pech gehabt. Dann ziehen die ganzen Neuen halt an euch vorbei. Das ist nicht mein Problem. Kempf macht sich auch richtig gut. Boyata, Mechele, komm, vertragen. Der will natürlich, dass der Knoche den ersten Schritt macht. B-Jugend gewinnt 5-2, das ist gut für unseren Laurinao, sage ich doch, 50. Dass die gewinnen und er Selbstvertrauen tankt. Kastanje ist sogar gerade ein Punkt stärker als Mechele, dann spielt der einfach. Luan schon auf einer 73, also der kommt langsam im linken Mittelfeld. Wenn jetzt noch Bailey dann im rechten Mittelfeld wieder zündet, dann ist alles wunderbar. So, jetzt aber machen wir die Halbserie voll. Ein Gegner, der direkt hinter uns ist, wie wir im Blick auf die Tabelle nochmal gucken können. Ne, die sind mittlerweile auf Platz 6 abgerutscht, spielen also eine schlechte Playoff-Runde. Das müssen wir ausnutzen. Den ja kein Selbstvertrauen wiedergeben. 1-0 Konaté, 2-0 Kroos, 3-0 Berahino. Bärenstark, was wir hier für ein Playoff spielen. Das ist einfach nur geil. Das macht Bock, Freunde. So macht das Bock. So zünden die Neuzugänge. Das ist richtig, richtig stark. Konaté, Berahino, beide treffen. Super. Kam aber doch noch rechtzeitig in Dritt. Vielleicht geht ja doch noch Platz 2, wenn Anderlecht ein paar Mal patzt. Aber wir haben es halt nicht mehr selber in der Hand. Und die Frische wird immer, immer besser. Schade, dass es so spät jetzt kam. Chor kommt rein. Dann können wir Cavaya eigentlich nochmal Spielpraxis geben, würde ich sagen. Schicken hier mal ein paar in früher Pause. Heute einfach nur Spieler schon. Bisschen Spielpraxis für die Spieler, die nicht so oft spielen. Cavaya, der hat ja echt lange jetzt nicht gespielt. So, wunderbar. Der Sieg ist eingetütet. Und wir stehen auf Platz 3. 3 Punkte hinter Anderlecht. Werden wir vielleicht sogar noch Zweiter. Svila soll verliehen werden. Das ist das Riesentalent im Tor. Hier allerdings nicht mit Riesentalent bedacht. Das ist natürlich schade. So, weiter geht's. Jetzt kommen die Vorbereitungen, bevor ich dann übergebe. Ich kann jetzt schon mal sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde. Ihr wisst ja, was jetzt eh kommt. Das ist das allgemeine Geplänkel. Wenn es euch gefallen hat, und ich denke, ne, bei 5 Spielen, 4 Siegen, eine Niederlage und das gegen den wirklich ganz glasklaren Tabellenführer, da kann man ruhig mal die Daumen nach oben spendieren für die geile Aufholjagd, die wir hier in den Playoffs geleistet haben. Wir haben jetzt die echte Chance, tatsächlich nochmal auf Platz 2 zu kommen, wenn wir gegen Anderlecht gewinnen. Also haben wir es ein Stück weit sogar doch wieder in der eigenen Hand. Also, haut die Daumen nach oben raus.
Schreibt in die Kommentare eure Wünsche. Seid ihr mit der Aufstellung zufrieden, mit der Mannschaft? Wer überrascht euch besonders? Wen wollt ihr länger bei uns sehen? Wen wollt ihr gar nicht mehr sehen? Oder sogar Transfervorschläge machen. Welchen Spieler soll ich noch dazu holen in dieses kleine Ensemble, das wir hier haben? Und ja, das wäre es eigentlich. Wie gesagt, Daumen nach oben, Kommentar schreiben, Abo dalassen, um keins meiner Videos zu verpassen. Und ansonsten dürft ihr auch gern in der Videobeschreibung nach weiteren Links zu meinem Kanal, wie meiner Homepage, meinem Twitter-Account, meinem Instagram-Account und meinem iTunes-Podcast gucken. Alles weitere ist da auch noch beschrieben. Und so viele, die Form hoch haben, ist es einfach nur geil. Einfach nur richtig, richtig geil. Jetzt müssen wir sogar Mechele mal draußen lassen, aber das ist jetzt absolut nicht schlimm. Bailey 65, siehst du, nimmt sich nicht so viel. Fossum mittlerweile auf eine 71. Das macht schon Bock mit der Mannschaft hier, muss ich sagen. Macht richtig Bock, ich hoffe euch auch. Also, ich habe alles gesagt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.